Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer Review und Kritik. Ich habe geguckt, Katzenauge habe ich geguckt. Ich muss ja sagen, was sind das denn für drei Kurzgeschichten? Die sind die ersten beiden. Was da für Methoden angewandt werden und wie kontrovers die sind. Also ich finde, die beste Folge oder die beste Kurzgeschichte ist die erste. In der ersten spielt James Woods mit. Und die spielt in New York City. Da spielt James Woods mit. James Woods ist Raucher und möchte sich durch professionelle Hilfe das Rauchen abgewöhnen. Er fährt zu einem Hochhaus hin, wo sozusagen Therapeuten sind, die den Leuten eigentlich helfen wollen, um das Rauchen sich abzugewöhnen. Aber die Methoden, die da angewandt werden, in der ersten Episode, die sind kontrovers, finde ich. Also die Methoden, die da angewandt wurden, zum Beispiel, die James Woods wird rund um die Uhr beobachtet, verfolgt. Und wenn er einmal erwischt wird, dass er sich eine Zigarette anzündet, wird seine Frau in den Käfig eingesperrt oder in so einen Raum eingesperrt, wo sie nur sich selber sieht und dann durch Stromschläge an den Füßen muss sie dann tanzen. Also, und dann wird James Woods auch noch angedroht, dass seine Frau vergewaltigt wird, dass seine Tochter was Schlimmes angetan wird, weil seine Tochter ist nämlich ein besonderes Kind, also ein behindertes Kind sozusagen. Und das in diesen drei Episoden ist immer eine Katze, die rettet den Leuten das Leben. Es ist wohl eine Wunderkatze, muss es ja sein. Weil in der ersten Episode, also in der ersten Kurzgeschichte, rettet nämlich die Katze dem James Woods das Leben. Weil er wird nämlich erwischt bei der Zigarettenanzünden im Auto. Da parkt zufälligerweise ein anderes Auto neben ihm. Und der sieht das denn und dann fährt James Woods ganz schnell nach Hause, also wie die Entführer seine Frau entführen, in der Viertelstunde. Das ist für mich sehr fragwürdig. Und auch schauspielerisch hat James Woods schlecht gemacht. Auch die anderen Schauspieler, die schauspielerische Leistung von den anderen Schauspielern in den anderen Kurzgeschichten ist wirklich fraglich. Bis denn James Woods, nein, ich will nicht spoilern, ich will euch jetzt nicht das Ende von der ersten Kurzgeschichte erzählen. Nur weil auf einmal funktioniert auf einmal alles. Die kämpfen da im Büro mit James Woods und den anderen beiden, den Entführer und den Therapeuten, die kämpfen da und auf einmal von einer Sekunde auf der anderen ist alles in Ordnung. Er soll Diät-Tabletten nehmen. Ich glaube, er hat 3 oder 6 Kilo abgenommen oder so durch das Nichtrauchen, was auch ziemlich komisch ist. Eigentlich nimmt man ja zu, wenn man nicht raucht, weil durch Nichtrauchen willst du ja dann was anderes zu dir nehmen. Und die meisten Leute nehmen dann zu oder irgendwie so. Weil ich habe auch mal geraucht. Ich weiß, wie das ist. Aber ich konnte damals
schnell aufhören zu rauchen. Von einer Minute auf der anderen. Also ich brauchte das Rauchen nicht. Ich habe ein Jahr geraucht damals in meiner beruflichen Bildung. Und ich konnte einfach aufhören, weil ich habe es nicht gebraucht, das Rauchen. Na gut, das war jetzt die erste Kurzgeschichte. Die zweite Kurzgeschichte spielt, da habe ich jetzt keinen Schauspieler gekannt. Aber die fängt so an, dass die Katze, immer wird die Katze gefilmt. Immer wird die Katze gefilmt und wieder ist die Katze in Not, die will über eine Straße laufen und dann machen wir eine Wette. Eine Wette, entweder schafft die Katze das, über die Straße zu laufen, wo viel Verkehr ist, oder die Katze schafft es nicht. Die Katze hat es geschafft und dann läuft die Katze zu den Bösen hin und dann nimmt die Katze dann mit auf sein Hotelzimmer oder was das sein soll. Auf jeden Fall hat der Böse dann mit dem anderen Typen eine Wette. Er kriegt viel Geld, seine Frau und dann war noch irgendwas. Irgendwas war noch, also drei Dinge werden ihm versprochen, weil das ist ein Hochhaus, müsst ihr euch vorstellen. Oh. Das ist ein Hochhaus. Und um diesen Hochhaus sind Balken. Und da soll er dann einmal rumlaufen, um das Hochhaus, auf den Balken. Und der Böse stellt ihn immer Fallen. Aber davon wusste er nichts, der andere Typ. Den das alles versprochen wurde. Viel Geld, wie gesagt, die Frau des Bösen wird ihm auch versprochen. Und davon wusste er nichts. Und dann, was ich ziemlich komisch fand, an der zweiten Kurzgeschichte, da war auf einmal eine Taube. Und die Taube piekt immerzu an seinen Fuß von dem Typen, der da um das Haus rumgehen soll. Der piekt immer so sehr auf den Fuß von dem Typen, dass er schon anfängt zu bluten. Welche Taube macht sowas? Also wieder kontrovers, dass der Typ um das Haus rennen muss, also rumklettern muss und dass ihm dann Sachen versprochen werden. Auf jeden Fall kommt es denn so, dass der Typ in das Haus reinkommt und die Bösen stehen dann da so und dann, ich will nichts weiter spoilern, auf jeden Fall rettet wieder die Katze dem Typen das Leben. Eine Wunderkatze, ich habe es von Anfang schon gesagt. So, die letzte Kurzgeschichte, da spielt, ach ja, die zweite Kurzgeschichte spielte in Atlanta. Die dritte Kurzgeschichte, die spielt in Birmingham und da spielt Drew Barrymore mit. Drew Barrymore ist ein kleines Kind, ich glaube so vielleicht lass sie 8 Jahre sein oder 10, lebt mit ihren Eltern zusammen, mit ihren Eltern in einem Haus. Nachts hat sie immer Angst, da kommt ein Kobold, der Kobold ist ungefähr so groß, kommt aus der Wand immer raus. Aus so ein kleines Loch aus der Wand. Und davor hat das kleine Mädchen, Drew Barrymore, immer Angst. Und die Eltern glauben ihr das nicht. Und dann ganz am Anfang der Kurzgeschichte rennt die Katze, die Wunderkatze, wieder ins Haus rein. Und dann überlegen die Eltern, ob sie die Katze behalten wollen. Auf jeden Fall ist die Katze immer wieder da. Wenn das Monster oder der Kobold der auftaucht, nachts, ist die Katze da und will den Kobold verscheuchen. Bis denn die Mutter die Katze ins Tierheim bringt. Aber die Katze hat nichts gemacht. Die Katze... Das ist auch wieder so richtig blöd gemacht, fand ich, an der Kurzgeschichte. Die Katze hat nichts gemacht
Und der bringt die Mutter, die Katze einfach ins Tierheim. Und da soll die Katze eingeschläfert werden. Aber die Katze ist so schlau und rennt weg. Währenddessen, also die Katze, der Tierhalter, der Tierwärter, sag ich mal, oder wie man das ausspricht, der das Heim da unter Kontrolle hat, der die Katzen immer füttert, macht eines Nachts die Gehegetür auf und da läuft dann die Katze raus. Und die Katze läuft dann durch den strömenden Regen wieder nach Hause ins Haus zu dem Mädchen, Drew Barrymore. Und dann kämpft die Katze mit dem Kobold. Aber wie die Kurzgeschichte ausgeht, will ich euch nicht verraten. Ihr sollt den Film ja selber schauen. Also, mir haben die drei Kurzgeschichten gut unterhalten, aber die waren schauspielerisch und waren nicht schon blöd gemacht. Also schauspielerisch war nicht so gut, schauspielerisch war nicht so gut gemacht von den Schauspielern. Mir hat Katzenauge, die drei Kurzgeschichten haben mir gut gefallen, haben mich unterhalten, mehr aber auch nicht. Ich habe es jetzt eigentlich habe ich es bereut, mir dieses Mediabook gekauft zu haben. Hat doch nur 24,99 gekostet, war nicht allzu teuer, aber ich glaube, ich werde dieses Mediabook wieder abgeben aus meiner Sammlung, weil mir die Kurzgeschichten zwar unterhalten haben, aber nicht so gut waren, dass dieses Mediabook in meiner Sammlung bleibt. Gut, das soll es gewesen sein für Katzenauge, eine Review und Kritik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und morgen einen guten Wochenstart. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.